kriegt er ihn weg, kriegt er ihn weg. Marcontio, er kriegt ihn weg. Das war schon mal eine Riesenleistung vom Fahrer. Jetzt muss er nur noch sehen, dass er irgendwie hier in die Nähe der Führung kommt. Die Eins ist vorne, das ist Quebracho. Quebracho, dahinter ordnet sich Glorious Tuma sofort innen ein. Und das gibt Raymond die Möglichkeit aufzurücken in der zweiten Spur. Und er wird sich um die Spitze bemühen, vorbei an Quebracho. Und der hat alles Mögliche im Kopf, aber bestimmt nicht einem Raymond Paroli bieten zu wollen. Der zieht vorbei und er zog jetzt auch am Tode vorbei. 2,20 Euro ist der neue Siegkurs für Raymond. Der hat die Führung und sein Hauptwidersacher ganz in Gelb. Örjan Schielström liegt hier etwa an 9., 10. Stelle. Orientiert sich da auch nach außen, aber hat natürlich noch eine Menge Arbeit zu leisten, wenn er hier irgendwann vorne aufrücken will. Kommando also bei Jorma Concio und Raymond. Dahinter ist Quebracho auf dem zweiten Platz. Dritte Position für die Vier, für Glorious Tuma. Und außen, da kommt dann auch auf Touren Bonaire die 14, die sich da auf sehr, sehr weiten Wegen bemüht und hier überhaupt keine Lage findet. Vorstoß in der zweiten Spur von New Island Broline. Er sichert sich da den zweiten Platz. Dahinter rückt die 15 auf. Das ist Nick Icahn. Und hinter Nick Icahn geht Venkatesh, der jetzt also auch eine gute Lage gefunden hat, der Mitfavorit. Beide Pferde bei 2,20 Euro mittlerweile. Raymond und Venkatesh. Und Venkatesh geht hier nach außen, geht in die dritte Spur und macht Boden gut. Demnächst könnte das Duell eröffnet sein. Jorma Concio, ich habe das Gefühl, er ist schon ein bisschen am Fahren hinter Raymond. Das wäre allerdings ein bisschen sehr früh, dass der da Notsignale signalisiert. Und das scheint der Fall zu sein. Also das ist nicht der Raymond, den wir letztes Mal gesehen haben. Der wird hier keine Chance haben auf den Sieg. Der Sieg könnte an Venkatesh gehen. Der ist außen jedenfalls zur Stelle und hat die Nase vorne. Raymond erholt sich da unter Druck noch mal ein bisschen, aber richtig gut sieht das nicht aus. Venkatesh in der Geraden vorne gegen Raymond und der kann hier innen nicht mehr zurückkommen. Venkatesh ist vorne, ist sicher vorne. Raymond zwar auf dem zweiten Platz im Kampf mit Ocean Dream. Die 9 gewinnt vor der 2 und der 11. 9, 2, 11, die drei Favoriten. Venkatesh für 2,20 Euro. Also das war kein schlechtes Laufen von Raymond, beileibe nicht. Aber irgendwie hat er mir bei den Starts davor deutlich besser gefallen. Und nachdem er so relativ problemlos in Front kam, konnte man ein bisschen überrascht sein, dass da Ende gegenüber schon nachgeholfen werden musste von Jorma Concio. Fährt hat dann ja gut durchgezogen, aber schon im Schlussbogen nicht mehr die Spur einer Siegchance gehabt.